Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch, denn Rockstar Games hat gestern das Halloween Event 2018 und eine neue Eventwoche in GTA Online gestartet. Und das heißt jetzt, dass ihr seit gestern nun wieder die Chance habt, euch die ganzen alten Gegenstände aus den vergangenen Halloween Updates zu kaufen, wie zum Beispiel die ganzen alten Halloween Masken, die ganzen Gesichtsbemalungen und die ganzen Autos, wie zum Beispiel dem Lurcher und dem Frankenstrange. Außerdem gibt es dazu dann auch noch fette Geldboni, fette Rabatte und einige Geschenke von Rockstar Games. Und das Ganze geht auf jeden Fall noch bis einschließlich nächste Woche Montag bis hin zum 5. November 2018. Beginnen wir jetzt aber erst einmal mit den Geldboni, die wir in dieser Woche bekommen haben. Und zwar gibt es hier derzeit doppeltes Geld und doppelte AP auf einige Gegner-Modi. Und zwar auf Schlitzer, auf Lost vs. Damned, auf Come Out to Play, auf Condemned und auf Bestie vs. Schlitzer. All diese Modi passen auf jeden Fall echt gut zum Thema Halloween und deshalb finde ich diese Geldboni in dieser Woche auch wirklich extrem gut. Machen wir aber mal weiter mit den Rabatten, die wir in dieser Woche bekommen haben. Und zwar haben wir hier in dieser Woche 35% Rabatt auf die Sanctus, auf den Lurcher, auf den Frankenstrange, auf den Wasserwerfer, auf den Duke of Death, auf den gepanzerten Boxville, auf den Phantom Wedge und auf alle Halloween-Masken bekommen. Weiter geht es dann mit 30% Rabatt auf die Strikeforce, auf den Hunter Kampfhelikopter, auf den Eno Strafford, auf den Partybus, auf den Tschernobok und auf alle Firmengaragen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch 40% Rabatt auf alle Büros. Also alles in allem sind die Rabatte in dieser Woche auch mal wieder extrem gut, besonders die ganzen Rabatte auf die ganzen Halloween-Sachen finde ich extrem gut. Und deshalb kann ich euch an dieser Stelle nur raten, wenn euch hier an dieser Stelle noch etwas fehlt, dann kauft es euch unbedingt in dieser Woche, denn ab nächster Woche könnt ihr euch die ganzen Dinge aus dem Halloween-Update nicht mehr kaufen und dann müsstet ihr eben bis zum nächsten Jahr warten, wenn ihr euch dort noch etwas kaufen wolltet. Und selbstverständlich, wenn ihr euch in dieser Woche etwas aus dem Halloween-Update kauft, dann bleibt das Ganze natürlich auch bei euch im Inventar drin. Einzig und allein die Kauffunktion wird aus dem Spiel entfernt. Und ja, last but not least bekommen wir in dieser Woche noch drei Geschenke von Rockstar Games und zwar drei neue T-Shirts. Zum einen das Psycho-Slinger-Shirt, zum anderen das Zombie-Liberale im mittleren Westen-Shirt und zum anderen dann noch das Zwielichtklinge-T-Shirt. Und dafür müssen wir uns in dieser Woche lediglich einmal in GTA Online einloggen und dann erhalten wir dann direkt diese drei T-Shirts. So, das waren jetzt nun aber auch schon alle neuen Informationen, die ich heute rund um GTA Online für euch hatte. Und deshalb bin ich jetzt an dieser Stelle mal raus. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren. Und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und nichts mehr in Red Dead Redemption 2. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.